Wunderschönen guten Morgen, ihr seht, es ist wieder hell. Ich hatte hier verpasst, es nachts zu machen. Und ich sehe zerstört aus, weil ich ich bin jetzt nicht direkt aufgestanden, aber es ist schon noch morgens und ich will dann joggen gehen vom Deutschlandspiel. Deswegen, sind meine Haare noch im Arsch, weil ich dann ja erst logischerweise nach dem Joggen dusche etc. Deswegen, ich versuche es auch ganz schnell zu machen. Ich hoffe, dass es dunkel genug ist, damit es nicht so groß wird, das Video. Weil ich will natürlich, dass es vor 16 Uhr da ist und vielleicht der ein oder andere sich das noch anschauen kann. Deswegen gehen wir auch ganz schnell zu den Spielen, die gestern passiert sind. Krass, ich habe wieder erst an das Video gedacht, da lag ich im Bett und war kurz vorm Einschlafen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt stehst du nicht nochmal auf und drehst das. Schade, Rena, da kann man nichts machen. Also, Australien, Peru, Dänemark, Frankreich waren die Parallelspiele. Und, ja, was soll ich sagen? Australien, Peru habe ich natürlich nicht gesehen, weil Dänemark, Frankreich war das eigentlich interessantere Spiel, wenn Dänemark... Also, fangen wir von an. Australien, Peru, Peru gewinnt 2-0. So, Peru gewinnt 2-0, Australien hätte gewinnen müssen, um noch in der Hoffnung, dass Frankreich ebenfalls gewinnt, Zweiter werden zu können, weil dann hätten sie Dänemark überholt, aber ist nicht so gekommen. Peru gewinnt 2-0, haben wohl auch verdient gewonnen. Wie gesagt, haben wir ein bisschen Zusammenfassung und sowas gesehen vom Australien-Peru-Spiel. Aber Australien war wohl ziemlich überfordert mit dem Druck, den sie hatten. Aber wenn ich mir die Statistik so ansehe, dann kann man schwer sagen, weil es ist zwar die Schussstatistik, klar für Australien, 14-4. Aber die Torschussstatistik, also die Schüsse, die aufs Tor gegangen sind, da ist sogar Peru besser, muss man sich mal vorstellen. 14-4 Torschüsse. 14-4 Schüsse, also irgendwohin. 14-4 für Australien. Und trotzdem hat Peru mehr Torschüsse, weil Australien hat aus diesen 14 Schüssen nur 2 aufs Tor gebracht und Peru hat aus 4 Schüssen 3 aufs Tor gebracht und 2 Tore gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ballbesitz 57-43 für Australien, also Eckbälle 8-3 für Australien. Ich weiß es nicht. Die Statistik könnte für Australien sprechen, aber vielleicht wird trotzdem Peru die bessere Mannschaft, weil sie halt einfach effektiver waren. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber Peru hat gewonnen. Australien letzter geworden mit einem Punkt. Heideröslein. Dänemark-Frankreich war ein total langweiliges Spiel. Aber okay, von Frankreich... Ich hätte eigentlich anders tippen müssen. Das war ein bisschen dumm von mir. Habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, dass Frankreich ja nicht muss... Dänemark muss auch nicht unbedingt, die wollen vielleicht auch nicht. Ich denke, das Problem bei, also von Dänemark war ich auf jeden Fall enttäuscht, weil ich halt gedacht habe, dass die mehr versuchen, um Erster zu werden, weil die mussten nur gewinnen, mehr mussten die nicht machen. Die mussten einfach nur gewinnen und wären Erster gewesen in der Gruppe gegen Frankreich. Hat nicht sollen sein. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass... Dänemark ja auch wusste, dass sie im Endeffekt nichts machen müssen, unentschieden reicht, um sicher weiterzukommen. Und Dänemark hat zwar ein, zwei gute Spieler wie Eriks und so, aber die haben halt überhaupt keinen breiten Kader, also nicht mal ansatzweise einen breiten Kader. Und haben sich dann wahrscheinlich gedacht, naja, lieber als Zweiter weiterkommen, kräftig schon und dann halt im Achtelfinale richtig angreifen können, als jetzt hier total auspowern. Vielleicht dann doch nicht, weil Frankreich mitspielt dann irgendwann, vielleicht doch nicht Erster werden und ziemlich kaputt trotzdem als Zweiter ins Achtelfinale gehen. Also ich kann es nachvollziehen, aber war trotzdem enttäuscht und habe gehofft, dass Dänemark halt mehr zeigt. Was soll's? Es war auf jeden Fall verdientes Unentschieden, dieses 0-0 von Dänemark gegen Frankreich. Nigeria, Argentinien, Island, Kroatien waren dann das Abendparallelspiel und was für ein Thriller bei Nigeria, Argentinien. Heideröslein, Nigeria verliert tatsächlich 1-2. Sie haben auch meiner Meinung nach, obwohl obwohl der Experte und Typ da im Fernsehen nach dem Spiel Nigeria-Argentinien gesagt hat, dass Argentinien nur mit zweifachen Augenzudrücken verdient gewonnen hat und ein Unentschieden gerechter gewesen wäre, ich weiß nicht so richtig. Also von meinem Verständnis her, was ich gesehen habe, war es schon so, dass Argentinien, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, die bessere Mannschaft war und auch die besseren Großchancen hatte. Also ich finde eigentlich, dass dieser knappe Sieg für Argentinien verdient ist. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr es anders seht, aber eigentlich würde ich sagen, der knappe Sieg war verdient. Und der erste Elfmeter, den Nigeria bekommen hat, der war ein bisschen merkwürdig, aber okay, kann man wahrscheinlich geben. Dann geht halt einfach Mascherano dumm im 16er mit zwei Händen zum Gegner und der nutzt es aus. Die zweite strittige Situation hätte mich nicht gewundert, wenn es da auch noch einen Elfmeter für Nigeria gegeben hätte. Da hätte es 2-1 wahrscheinlich gestanden und Nigeria wäre weiter gewesen.
Aber bei diesem merkwürdigen Handspiel gab es dann, also für mich war es auch kein absichtliches Handspiel und deswegen konnte ich nachvollziehen, dass es keinen Elfmeter gab, aber man hätte sich auch nicht wundern müssen, wenn es welche gegeben hätte. Statistik war relativ ausgeglichen, 9 zu 8 Schüsse für Nigeria, 3 zu 4 Torschüsse für Argentinien, 33 zu 67% Ballbesitz für Argentinien, das war besser, also deutlich besser. Nigeria hat auch recht wenig gemacht fürs Spiel, die meisten Fans zumindest. Eckbälle sogar, nee, auch wieder mehr Argentinien, 3 zu 5 für Argentinien. Also wie gesagt, ich denke, das ging knapp in Ordnung und im Endeffekt hat dann auch Argentinien sich verdient qualifiziert für dieses Achtelfinale, aber natürlich war ich trotzdem, also bin ich mega enttäuscht und das Argentinien, also weiß ich nicht, die fliegen im Achtelfinale raus wahrscheinlich. Kommen wir jetzt zu den Spielen, die heute stattfinden. 16 Uhr Parallelspiele Mexiko-Schweden, Südkorea-Deutschland und dann kommt Schweiz-Costa Rica und Serbien-Brasilien. Also ein sehr interessanter Tag, wie ich finde. Oh, mich ärgert es ein bisschen, dass die Parallelspiele Schweiz-Costa Rica, Serbien-Brasilien sind, weil da würde ich wirklich gerne beide, wobei ich würde eigentlich alle vier gerne gleichzeitig sehen, weil Mexiko-Schweden natürlich auch interessant, aber es gibt ja immer diese kleine Konferenz, das heißt, wenn dann ein Tor fällt oder sowas, dann switchen sie ja, aber Hauptspiel ist Südkorea-Deutschland, also es passt eigentlich. Mexiko-Schweden, puh. Ich traue beiden den Sieg zu. Natürlich wäre es deutlich geiler, wenn Mexiko gewinnt, beziehungsweise es ein Unentschieden gibt. Und ich glaube, wenn Schweden 2-1 gewinnt und wenn wir 2-1 gewinnen, dann ist Schweden weiter. Also das ist halt schon heftig, ne? Aber ganz ehrlich, ich traue es zwar beiden zu, aber Mexiko war schon die bessere Mannschaft in der Gruppe. Also wenn man jetzt Schweden und Mexiko vergleicht. Deswegen, und Mexiko will ja auch den ersten Platz nicht verlieren, also ich denke, Mexiko wird mindestens ein Unentschieden gegen Schweden schaffen, wahrscheinlich sogar gewinnen. Und Südkorea, Deutschland, der Druck ist zwar hoch bei Deutschland, bei Südkorea natürlich auch, weil die wollen wahrscheinlich nicht mit 0 Punkten nach Hause gehen, aber bei Deutschland sollte der Druck höher sein. Aber trotzdem, ich denke, dieses späte 2-1, das war schon ein Befreiungsschlag. Also ich hoffe es, also wenn Deutschland jetzt wieder nach 5 Minuten geilem Spiel total uninspiriert, beschissen weiterspielt und keinen Einsatz zeigt, dann weiß ich auch nicht, aber es muss ja eigentlich mal dazu, also es ist eigentlich soweit, es ist jetzt soweit, man weiß es nicht, ich kann es nicht wissen, aber ich denke, Deutschland wird jetzt schon zeigen, dass sie Bock haben. Also ich denke, es gibt zwei, also ich glaube, dass Deutschland gewinnt, so oder so. Ich hoffe, dass Deutschland hoch genug gewinnt, also mit, ich glaube, mindestens 2 Toren Abstand, dann wird es ziemlich schwer für Schweden weiterzukommen. Oder sogar unmöglich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke, es gibt zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, dass Deutschland relativ schnell, nee, ich sag sogar drei Szenarien. Ich denke, Deutschland wird relativ entweder, was habe ich denn jetzt für eine Nachricht gekriegt? Okay. Entweder wird Deutschland ein schnelles Tor schießen, nee, wobei es sind nur zwei Szenarien. Entweder schießt Deutschland ein schnelles Tor, dann bricht Südkorea recht schnell ein und wir gewinnen wahrscheinlich recht hoch. Oder es wird ein zähes Spiel, wo wir uns die Torschance ins Tor tragen müssen, aber trotzdem wird Deutschland gewinnen und Tore schießen. Das ist meine Vermutung. Schweiz gegen Costa Rica, ich denke, hier wird die Schweiz gewinnen. Ich denke aber, es wird ein schwieriges und kniffliges Spiel, also ein knapper Sieg für die Schweiz. Serbien, Brasilien, also hier bin ich wirklich am Überlegen, ob vielleicht Serbien gewinnt. Wenn ich ganz ehrlich bin, Kampfschweine halt. Und es wird Brasilien nicht gefallen. Oder unentschieden. Ach, das ist schwer. Da gehen wir direkt mal in meine Tipps rein. Mal gucken, was ich getippt habe. Südkorea, Deutschland habe ich 3-0 getippt. Lass ich auch so. Mexiko, Schweden habe ich 2-2 getippt. Lass ich auch so. Serbien, Brasilien habe ich 1-2 auf Brasilien getippt. Boah, das ist halt schwer, ne? Also logisch, eigentlich ist Brasilien die bessere Mannschaft, aber Serbien sind halt absolute Kämpfer und es gefällt Brasilien nicht. Wenn da Neymar zweimal gefoult wird, holt er doch rum. Boah, das ist schwer. Serbien, Brasilien. Gehe ich hier auf den Favorit oder? Gehen wir mal zu Schweiz, Costa Rica. Schweiz, Costa Rica habe ich 2-1 getippt, lasse ich auch so, möchte ich auch. Ja, es ist macht Sinn, der Tipp. Serbien, Brasilien, boah. Serbien, die werden halt richtig, richtig kämpfen, die werden halt richtig reinhauen. Serbien, Brasilien, boah, das ist schwer, das ist echt schwer. Ich glaube, hier kann man nur falsch tippen, also unentschieden, Sieg Serbien, Sieg Brasilien, ich glaube, ist echt alles drin, also jetzt ist halt die Frage, gehe ich mit dem Favorit, gehe ich mit Brasilien, das werden die meisten getippt haben. Ich weiß es nicht.
Ich muss mal auf meine Gruppe gucken. Also, ich habe leider gestern nur 4 Punkte gemacht durch das Kroatien-Island-Spiel, weil ich das bei 1 getippt habe. Dadurch bin ich 2 Plätze runter vom 2. auf den 4. und mir fehlen jetzt 9 Punkte auf dem 1. Das ist heftig. Und 8 auf dem 2. Das ist unangenehm, das ist unangenehm. Deswegen ist jetzt die Frage, was mache ich? Mache ich einen Sicherheitstipp, um den Anschluss nicht zu verlieren auf die Top-Gruppe, oder mache ich einen Risikotipp, um gut zu machen auf die Top-Gruppe? Das ist echt schwer, aber ich glaube, ich bin noch nicht in dem Level, wo ich Risikotipps deswegen machen sollte, um wieder ranzukommen. Ich denke, ich sollte hier lieber auf Sicherheit gehen. Weil die spielerische Klasse, Brasilien hat sich halt auch ein bisschen freigeschossen beim letzten Mal. Ich lasse es auf Brasilien. Ja. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Wie lange ging es denn jetzt? Ah, 10 Minuten. Gute 10 Minuten, sehr gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Paxis. Ich weiß nicht, ob ich heute dran denke, heute Abend, dass ich ein Video mache, weil ich bin ja noch logischerweise woanders, das Deutschlandspiel angucken. Schauen wir mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.